Heute beim elektrischen Reporter: Vermessungen, Verärgerungen und Verbrechen. Glück, Gesundheit und Zufriedenheit haben die Menschen seit Menschengedenken an den unterschiedlichsten Orten und auf mannigfaltigste Arten und Weisen gesucht. Mit Drogen oder ganz ohne Drogen, in Philosophie, Meditation, Sport oder Sex. Ganz neu ist nun die Methode, mit Hilfe medizinischer und anderer Hilfsmittel genaueste Daten über die eigenen Körperfunktionalitäten zu sammeln und diese über das Netz miteinander zu teilen. Diese Bewegung der Selbstquantifizierer, zu Deutsch Self-Quantifiers, hat allein in San Francisco 1500 Anhänger. Grund genug, sich die Selbstvermesser einmal genauer anzusehen. Alles wird in Zahlen gefasst, wenn Christian Klein-Eidam Buch führt über sich und seinen Körper. Jeden Morgen nach dem Aufstehen wiegt sich der Bioinformatik-Student. Er fotografiert sich von allen Seiten, misst seine Lungenfunktion, bewertet auf einer Skala, wie feucht sein Mund ist und macht einen Intelligenztest auf seinem Handy. Die Daten visualisiert er am Computer. Christian will sich selbst besser kennenlernen und genau wissen, wie Körper und Geist auf Umwelteinflüsse reagieren. Wenn ich beispielsweise meine Ernährung verändere, dann will ich wissen, ob es meinem Körper deshalb besser geht. Und ich will nicht darauf angewiesen sein, irgendwie nur ein Bauchgefühl zu haben, sondern eben, ich will, dass ich wirklich weiß, ob es mir was bringt. Allen Menschen ist zuteil, sich selbst zu erkennen und verständig zu denken, meinte einst der griechische Philosoph Heraklit. Heute soll die Technik bei der Verwirklichung dieser Idee helfen. Andreas Stadler hat ein Gerät entwickelt, mit dem er permanent seine Hirnströme messen will. Die Motivation der Selbstvermessung entsteht bei mir aus dem Wunsch der Selbstoptimierung. Durch die Erkenntnis des Selbst kann ich das optimale Selbst mitgestalten. In Deutschland sind die Selbstvermesser noch die Ausnahme. In den USA gibt es bereits eine aktive Szene, die sich über Webseiten wie QuantifiedSelf.com organisiert. Die Mitglieder veranstalten Konferenzen, lokale Treffen und geben sich gegenseitig Rat und Hilfestellung. Der Soziologe Yorgos Papastefanou arbeitet im Leibniz-Institut für Sozialwissenschaft an der Dauerbeobachtung der Gesellschaft. Er sieht in der Bewegung der Selbstvermesser den logischen nächsten Schritt für eine sich immer weiter individualisierende und personalisierende Gesellschaft. Ob diese dadurch besser wird, das ist für ihn noch offen. Die Quantified Self-Bewegung hat in sich die Chance zu einer gerechteren Gesellschaft, weil sie jetzt mit ihren Internet-Applikationen und Geräten sozusagen für die breite Masse die Möglichkeit bietet, sich selbst besser zu entwickeln, sich zu verbessern. Leistung, Gewicht, Lebensart und so weiter. Sie hat aber auch die Möglichkeit zu einer stärker ungerechten Gesellschaft, weil sie ein Auswahlkriterium zur Verfügung stellt. Die Gadgets der Selbstvermessung werden, wenn sie erst einmal in der Welt sind, ihre Eigendynamik entfalten, glaubt Papastefanou. Er selbst hat ein Armband entwickelt, das emotionale Zustände misst. Die Daten werden an eine Smartphone-App übertragen und visualisiert. So kann der Forscher sehen, wie hoch sein momentanes Stressniveau ist. Bald soll das Gerät marktreif sein. Dass damit ganz neue Abhängigkeiten entstehen, fürchten die Anhänger der Idee trotzdem nicht. Im Gegenteil, Andreas Stadler ist stolz, ein Geek zu sein. Und mit dem anti-autoritären Geist der Geeks glaubt er, dass die Technik uns nicht nur besser, sondern auch freier machen wird. Vernetzt mit anderen über das Internet. Sich mit anderen auszutauschen, bringt immer noch eine zusätzliche Perspektive auf Daten. Also es ist bei solchen Dingen grundsätzlich wichtig, möglichst viele Perspektiven zu haben, wie man irgendwie auf ein Problem schauen kann. Vielleicht sieht man selbst was nicht in den Daten, was andere sehen. Ich brauche also keinen Experten, kein Geld, keine Firma, die mir sagt, wer ich bin, wie die Medien, teilweise die Werbung, mir das vermitteln will. Für die Selbstvermesser ist klar, dass Quantified Self mit der Technik des 21. Jahrhunderts eine uralte Menschheitsmaxime für jeden Einzelnen verwirklichen kann. Und die heißt seit mehr als 2500 Jahren: Erkenne dich selbst. Vielleicht sind die Selbstvermesser ein wenig vermessen. Sie gehen davon aus, dass sich das eigene Leben immer weiter optimieren lässt.
Dabei wissen wir alle, dass der Zufall die ausgeklügelsten Lebenspläne über den Haufen werfen kann. Zum Beispiel der Zufall, der bestimmt, wer die eigenen Arbeitskollegen und die Vorgesetzten sind und ob man sich mit diesen versteht. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Katja, ich bin 31 Jahre alt. Ich habe Medien- und Politikwissenschaften studiert und bin durch meinen ersten Job zu Twitter gekommen. Ich hatte einen wahnsinnig furchtbar langweiligen und schlimmen Bürojob unter Forderungen, der schlimme Chef, die schlimme Büroleiterin, die schlimme Kantine. Und da mir relativ oft langweilig war und ich relativ oft auf Twitter war, wurde das dann im Laufe der Zeit immer mehr, sodass ich dann wirklich regelmäßig jeden Tag auf Twitter war, gelesen habe und auch selber geschrieben habe. Und mein Thema war ja vor allem immer der Bürofrust. So kam ich dann auch auf den Tweet, weil er eigentlich alles aussagte, was ich gefühlt habe. Es hat eine ganze Weile gut funktioniert, dass man seinen Ärger einfach in Pointen umgewandelt hat und versucht hat, über diese Situation zu lachen, die im Büro passieren. Weil man, indem man einen Witz drüber macht, ja erstmal einen Schritt zurückgehen muss und die ganze Situation sich angucken muss und es erleichtert. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Also bei mir waren es dann nach 4 Jahren einfach auch mit Witzen auf Twitter nicht mehr erträglich zu gestalten. Dann wurde es für mich so, dass ich krank wurde davon, dass ich eine Magenschleimhautentzündung entwickelt habe und dass ich dann einfach nicht mehr hingehen konnte. Und meine Ärztin mir dann sagte, dass ich unbedingt kündigen muss, wenn ich wieder gesund werden möchte. Und das habe ich dann getan. Und das war schon ein schwieriger Schritt für mich, weil das dann da so ein bisschen was von Aufgeben hatte oder Kapitulation. Und trotzdem war es, glaube ich, das Beste, was ich machen konnte in der Situation. Und das war eine unglaubliche Befreiung. Ich habe es natürlich auch getwittert und ich habe ja schon auch vermieden, da richtig rumzujammern. Ich habe allerdings ja durch Twitter auch schon einige Leute persönlich kennengelernt, die dann wiederum mich in dem Schritt auch bekräftigt haben. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe dann ja auch auf Twitter auf ein Bewerbungsvideo von mir verlinkt, wo ich auf YouTube sozusagen einen Job gesucht habe. Es hat sich dann auch das ein oder andere Gespräch daraus entwickelt. Allerdings nichts, was ich jetzt weitermachen würde. Nee, tatsächlich merke ich, dass diese Jobsachen, die ich jetzt noch irgendwie in Aussicht habe, dass ich das dann auch wirklich über Leute entwickelt, die ich kenne, über Freunde und dieses Netzwerk. Und das dann das persönliche Netzwerk ist und nicht das Internetnetzwerk. Ein Link, der auf Twitter herumgereicht wird, kann durch den damit verbundenen Besucheransturm schon mal den einen oder anderen gestandenen Webserver lahmlegen. Das ist dann quasi ein Unfall. Anders sieht es aus, wenn kriminelle Vereinigungen etwa zum Zwecke der Erpressung Server über das Internet abschießen. Wie Cyberkriminalität in Zukunft aussehen könnte, das haben wir uns für Sie einmal vorgestellt. Immer wieder kommt es vor, dass Hacker einzelne Webserver oder ganze Teilnetze lahmlegen. Manchmal aus Übermut, manchmal als politisches Statement und manchmal mit kriminellem Hintergrund. Die digitalen Vandalen bombardieren Server mit unzähligen sinnlosen Anfragen, bis die Technik in die Knie geht. Weltweit investieren Unternehmen Milliarden, um sich gegen solche Angriffe zu schützen. Doch eine absolute Sicherheit vor diesen Attacken gibt es bislang nicht. Wie könnte es übermorgen weitergehen mit der Cyberkriminalität? Im Januar 2013 gerät die größte Bank Frankreichs digital unter Beschuss. Unbekannte Angreifer bombardieren die Netzknotenpunkte des Geldhauses mit unzähligen Datenpaketen. Auch das interne Netz ist gelähmt. E-Mails werden nicht mehr befördert, das Online-Banking steht still, sogar die Stromversorgung in der Zentrale ist betroffen. Mithilfe des russischen IT-Sicherheitsunternehmens Kabensky Labs gelingt es den französischen Bankern nach über einem Monat, ihr Netz zurückzuerobern.
Als Reaktion auf den Vorfall in Frankreich richtet die Europäische Union 2014 das CDC ein, das Center for Digital Crime. Hier arbeiten Polizisten, Geheimdienste, Militärs und private Sicherheitsfirmen Hand in Hand. Sie überwachen große Teile des europäischen Internetdatenverkehrs auf der Suche nach Auffälligkeiten. Bürgerrechtler und Internetaktivisten sind alarmiert. Das CDC operiert in einer rechtlichen Grauzone. Es unterliegt keinerlei parlamentarischer Kontrolle, was dringend geändert werden muss. Außerdem ist es völlig unklar, wer hinter dem Angriff auf die französische Bank steckte. Es könnten Kriminelle gewesen sein oder ein Konkurrenzunternehmen oder eine Gruppe hochintelligenter, aber gelangweilter Jugendlicher. Jedenfalls jetzt in blinden Aktionismus zu verfallen, wäre das Falscheste überhaupt. Ende 2015 gerät ein großer deutscher Energieversorger unter Datenbeschuss. Ein halbes Jahr später das Netz des italienischen Parlaments. Das Einzige, was man über die digitalen Aggressoren herausfinden kann, es sind vermutlich Hacker-Söldnertruppen, die außerhalb der EU sitzen und die jeder anheuern kann, der das nötige Geld und die richtigen Kontakte besitzt. Die Hintermänner der Netzattacken bleiben im Dunkeln. Der größte Gewinner der anhaltenden Datenschlachten ist das IT-Sicherheitsunternehmen Kabensky. Kein Großunternehmen und kein Land kommt ohne seine Dienstleistungen aus. Auch das CDC hat mit dem russischen Unternehmen einen langfristigen und hochdotierten Beratervertrag geschlossen. Als die Deutsche Bahn aufgrund von Honorarstreitigkeiten die Vereinbarung mit Kabensky kündigt, fallen umgehend unbekannte Hackertruppen über das Fahrkartenbestellsystem her. Der Bahn bleibt nichts anderes übrig, als mit Kabensky einen neuen IT-Schutzvertrag abzuschließen. Im Jahr 2017 vergeht keine Woche, ohne dass die Netzinfrastruktur der EU angegriffen wird. Die Europäische Kommission beschließt, dem CDC die Weisungshoheit in Internetfragen zu übertragen. Genau genommen unterstehen die Internetprovider somit dem Militär. Doch auch dieser Schritt führt nicht zur Stabilisierung der Netze. Die EU entschließt sich daher im Juni 2018 zu einem radikalen Schnitt. Ab dem 2. Januar 2019 werden wir die technischen Datenverbindungen, die in das Nicht-EU-Ausland gehen, radikal reduzieren. Die verbleibenden Netzverbindungen werden wir unter die Kontrolle des CDC stellen. Damit sichern wir den für die Wirtschaft und die Bürger wichtigen Datenverkehr innerhalb des Schengen-Raumes. Für die Datensicherheit außerhalb der Schengen-Zone kann niemand mehr die Garantie übernehmen. Ende 2019 gibt es nur noch wenige digitale Grenzstellen, die den Datenverkehr mit den Ländern außerhalb der EU regeln. Jede E-Mail, jede Webseite, jedes Datenpaket, das diese virtuelle Grenze passiert, wird auf Inhalt, Absender und Empfänger untersucht und registriert. Vom freien, grenzüberschreitenden Internet ist nicht mehr viel übrig geblieben. Betreiber der digitalen Grenzhäuschen ist das Unternehmen Kabensky. Ja, ich weiß. Es wird viel geredet. Es gibt viele Verschwörungstheorien, aber das ist alles dummes Zeug. Das kümmert uns nicht weiter. Alle Menschen wollen Sicherheit. Und unser Unternehmen bietet Sicherheit. Und Sicherheit hat nun mal ihren Preis. Nahezu alle Unternehmen und Regierungen vertrauen auf unsere Dienstleistungen. Und wir halten uns an die Abmachungen. Wir haben ihnen allen ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen können. Im Jahr 2020 ist das Internet von Grenzen durchzogen. Es ist überwacht, blockiert und kontrolliert. Und trotzdem wird es immer wieder von Unbekannten angegriffen und zeitweise lahmgelegt. Und es ist im Griff eines Weltkonzerns, der an allem Interesse hat, nur nicht an einem friedlichen und funktionierenden Netz. In diesem Sinne, achten Sie darauf, wer Ihnen Sicherheit aus welchen Gründen verkaufen will. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.